willkommen in Maggies Kochwelt. Heute zeige ich euch wieder ein weiteres Dressing-Rezept und zwar das typische italienische Dressing. Ich möchte euch das unbedingt so weitergeben, denn man kauft doch meistens oder oft diese fertigen Tüten oder auch diese flüssigen Dressings. Das muss man echt nicht machen, weil aus ein paar Grundzutaten kann man das Ganze wirklich schnell und einfach zubereiten, in eine Dose reintun und in den Kühlschrank und es hält sich auch eine bis eineinhalb Wochen frisch. Und welche Zutaten ihr dazu braucht, seht ihr jetzt. Salz und Pfeffer nach Geschmack, 120 Gramm Olivenöl, 10 Gramm grobkörniger Senf und zwar entspricht das etwa einem Teelöffel, 50 Gramm Rotweinessig, 10 Gramm Zucker, eine halbe bis eine ganze Knoblauchzehe, 1,5 Teelöffel getrockneten Oregano und dann etwa 10 einzelne frische Basilikumblätter. Als erstes wird der Knoblauch zerkleinert und zwar, wie ich das sonst auch immer mache, mit einer Knoblauchpresse. Denn so wird das Ganze etwas feiner. Dann kommen die Kräuter hinzu, also einmal Oregano und einmal frisches Basilikum und Salz und Pfeffer. Und dann wird das Ganze nochmal vermengt, 3 Sekunden auf der Stufe 6. Jetzt erstmal die Zutaten nach unten schieben und dann kommen folgende Zutaten hinzu und zwar der Essig, dann der Zucker und einmal der Senf und dann bleibt eigentlich nur noch das Öl, aber das sollte ganz langsam hineingegossen werden. Und zwar werde ich jetzt diese Zutaten mal vermengen, 40 Sekunden auf der Stufe 4, erstmal ohne Öl. Aber das Öl werde ich hier oben hineingeben. Das heißt, das Öl wird tröpfchenweise nach unten quasi transportiert und die Soße wird sehr, sehr cremig. Die Zeit hat jetzt nicht ausgereicht, deswegen mache ich das noch vielleicht 1 bis 1,5 Minuten. Jetzt ist die weitere Minute rum und das Öl ist fast komplett nach unten geflossen, weil ein bisschen bleibt natürlich immer übrig, hier oben auf dem Deckel. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ihr das Dressing ein bisschen stückiger haben wollt, dann lässt ihr das so. Ich möchte es aber ein bisschen feiner und sämiger haben, deswegen werde ich das Ganze noch einmal weitere 15 Sekunden auf der Stufe 9 pürieren. Das fertige Dressing werde ich jetzt noch umfüllen in eine kleine Dose und dann hält sich das schon bis zu eine Woche frisch im Kühlschrank. Es passt sehr gut vor allem zu Blattsalaten, aber auch natürlich zu gemischten Salaten. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht doch bitte auf meinen Blog. Da gibt es nochmal alles zum Nachlesen oder zum Ausdrucken. Und dann einen guten Appetit und wir sehen uns nächsten Dienstag in Maggies Kochwelt.